Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, glücklich sein wie ein Kind und wie das Ganze funktioniert, warum meiner Meinung nach Kinder so glücklich sind. Das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, als allererstes müssen wir mal mit drei Punkten anfangen, die meiner Meinung nach richtig stark verdeutlichen, was Kinder uns eigentlich voraus haben. Punkt Nummer 1 ist, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, Laufen anfangen zu lernen. Ja? Denken wir mal an, ein Kind würde ständig sagen, wenn es hinfällt und sich aufrichtet und wieder hinfällt und das immer wieder probiert, bis es dann endlich läuft. Und stellt euch mal vor, ein Kind würde sagen, oh, ich kann das einfach nicht. Ja. Wie oft habt ihr schon gesagt, ich kann das nicht? Oder wie oft hört man von Leuten, ah, ich kann das nicht, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Ein Kind weiß aber nicht, dass es irgendwas nicht kann, sondern es macht einfach und steht immer wieder auf. Und wenn es wieder hinfällt, steht es wieder auf und probiert es erneut. Und wenn ihr mit dem Gedanken von heute, wenn ihr jetzt mit der Einstellung von heute wieder neu laufen lernen müsstet, dann würden viele da draußen sehr wahrscheinlich niemals laufen können, weil sie immer denken, sie können das nicht. Der nächste Punkt ist, Kinder fragen nicht nach einem Sinn. Sie fragen nicht, warum soll ich denn laufen? Oh, ist ja voll anstrengend, das zu lernen. Warum soll ich das machen? Sondern sie machen es einfach. Sie fangen einfach an und probieren es und tun es einfach. Sie fragen nicht nach dem Sinn dahinter. Kinder berechnen nicht, was sie tun. Sie berechnen nicht, was ihnen dies oder jenes für einen Nutzen bringen könnte, sondern sie fangen einfach damit an, sie machen das einfach, sie entscheiden aus dem Bauch heraus und das ist meistens richtig. Ich hatte mal eine Nachhilfelehrerin, die hat mir immer gesagt, Daniel, dein erster Gedanke ist meistens der richtige. Und damit hat sie recht, weil der erste Gedanke ist meist der richtige, weil er aus dem Bauch rauskommt und erst danach, nachdem wir diesen Gedanken hatten, fangen wir an zu überlegen, okay, warum könnte das nicht funktionieren? Warum ist es vielleicht schlecht? Und hin und her und hin und her. Und ja, das ist einfach ein großes Problem so. Und deswegen setzen wir viele Dinge vielleicht nicht in die Tat um, obwohl wir es so einfach machen könnten. Ganz oft hört man von den Leuten oder auch in Videos und so, ja, früher die Kindheit war so schön und warum glauben wir, die Kindheit sei schöner? Also ich habe das mal auf drei Punkte runtergebrochen. Das ist einmal Punkt Nummer 1. Wir haben nicht gearbeitet. Punkt Nummer 2. Wir hatten keine Sorgen. Und Punkt Nummer 3. Wir hatten noch keinen Herzschmerz. So, und jetzt müssen wir uns an dem Punkt aber überlegen, okay, Punkt Nummer 1, Arbeit. Suchen wir uns die Arbeit nicht selber aus? Suchst du dich die Arbeit selbst aus? Oder hast du dir da vielleicht ein bisschen viel reinreden lassen von anderen Menschen, der Gesellschaft oder Freunden, Familie? So, letztendlich ist die Arbeit deine Entscheidung und du kannst dir aussuchen, was du machst. Gerade hier in Deutschland, wir haben alle Möglichkeiten und du musst es einfach nur machen. Nummer 2, Sorgen. Woraus kommen Sorgen? Sorgen kommen von Ängsten, von Dingen, dass man vielleicht denkt, man schafft es nicht, von Dingen, die man Angst hat zu verlieren und so weiter. Und daran kannst du aber auch im Hier und Jetzt arbeiten. Als erwachsener Mensch kannst du auch an deinen Ängsten arbeiten und kannst darauf schauen, dass du im Hier und Jetzt lebst und nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das heißt, das kannst du auch ändern. Und Punkt Nummer 3 ist Herzschmerz. Und da ist auch die Frage, wie gehst du damit um? Sagst du, wenn du verletzt worden bist, boah, verdammt, so eine Scheiße, alle Frauen, alle Männer sind scheiße, die Menschen betrügen einen nur, die Menschen belügen einen nur, die Menschen tun einem immer nur weh. Ja, alles, was groß und schön und wundervoll ist, ist wahrscheinlich vorher erstmal auch hart. Und der Weg dahin ist wahrscheinlich auch erstmal schwer. So. Jetzt die Frage, diese drei Punkte, die du als Kind gar nicht hattest, die musst du auch nicht im Hier und Jetzt haben. Sie sind vielleicht da,
Und du hast sie bis jetzt auch in dein Leben gelassen, aber du kannst daran arbeiten und du kannst es verändern. Und das heißt, dass du genauso glücklich wie ein Kind werden kannst im Hier und Jetzt. Ja. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zu guter Letzt möchte ich gerne euch etwas vorlesen. Und zwar bin ich dann noch auf einen Song gestoßen von Herbert Grönemeyer. Ich höre den jetzt nicht so viel in meiner Freizeit, aber der hat ein Lied, das kenne ich noch. Ich weiß gar nicht, woher ich es kenne. Wahrscheinlich von meiner Mama kenne ich es. Und das Lied heißt Kinder an die Macht. Und ich möchte euch einmal ein paar Zitate aus diesem Lied vorlesen. Ich habe leider mein Handy vergessen, deswegen muss ich mal kurz los. Da bin ich wieder, Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht. Ich lese euch jetzt einfach mal ein paar Zitate aus dem Lied vor, weil er bringt es einfach ziemlich, ziemlich genau auf den Punkt, um ehrlich zu sein. Und wir können uns da ganz, ganz viel draus lernen. Und da ist auch mal wieder so ein Beispiel. Das Video hat auf YouTube 292.000 Aufrufe. So, und dieses Lied gibt einfach so viel mehr Wert. Da könnt ihr einmal schauen. Und im Vergleich zu anderen Songs, so, die auf YouTube Millionen von Klicks haben, naja, da sieht man das Ganze mal wieder. So, jetzt kommen wir aber mal hier zum Text. Ich lese einfach mal so ein paar Sachen vor. Es fängt an mit: Die Armeen aus Gummibärchen, die Panzer aus Marzipan, Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan, kindlich genial. Ja, da geht es im Endeffekt darum, wie die Probleme lösen. Ja? Sie lassen die Probleme zu, die sind da und dann essen sie die auf und dann sind die weg. So, Ende, einfacher Plan. Weiter geht's. Es gibt kein Gut, es gibt kein Böse, es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß. Es gibt Zahnlücken, statt zu unterdrücken. Gibt's Erdbeereis auf Lebenszeit, immer für eine Überraschung gut. So, es gibt kein Gut, es gibt kein Böse. Ja. Es gibt eigentlich kein Gut und kein Schlecht. Es ist alles eine Frage, wie du das Ganze bewertest. Und Kinder bewerten das nicht, Gut und Böse. Weil sie das noch gar nicht gelernt haben. Sie haben noch nicht diese Zwänge der Gesellschaft bekommen und so weiter. Genau das Gleiche mit Schwarz und Weiß. Wir haben so das Denken, wir können entweder schwarz oder weiß. Ne? Entweder einen schönen Job, der uns Spaß macht, aber dafür wenig Geld. Oder viel Geld und dafür einen scheiß Job. Wir können aber auch beides haben. Das muss man nur mal begreifen. Es gibt Zahnlücken, statt zu unterdrücken. Viele, viele, viele Menschen unterdrücken und lenken sich ab. Leute, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Lauft nicht weg. Ja, gib den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Das habe ich gerade eben sogar gesagt. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden im Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Sie sind die wahren Anarchisten. Lieben das Chaos, räumen ab, kennen keine Rechte, keine Pflichten. Noch ungebeugte Kraft, massenhaft, ungestürmer Trotz. Ungestürmer Stolz. So, noch ungebeugte Kraft. Das ist so krass einfach. Das ist das, was ich eben auch gesagt habe im Endeffekt. Ja? Sie wissen noch nicht, dass sie irgendwas nicht können. Oder glauben nicht, dass sie irgendetwas nicht können. Sie haben praktisch Superkräfte in dem Sinne. Einfach weil sie noch nicht denken, dass sie irgendwas nicht schaffen können. Ja. Haben wir noch einen schönen Satz hier? Ja, ich glaube, das war es so im Groben. Ihr könnt ja mal reinhören. Ist ein ganz nettes Lied. Der Inhalt ist mega gut. Ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen da so ein bisschen mal wachrütteln und mal eine neue Perspektive geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.